Der Redakteur liest die Würfel irgendwie anders, wahrscheinlich alchemistisch. Er fügt auf jeden Fall die Schafe dazu und erhöht die Zahl der Würfel auf 10. Klar. Die Mathematikstudenten machen ein Würfelspiel. Sie ergänzen die Würfelpunkte. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Sie findet auch den Schatz und möchte die Welt vor ihm schützen. Sie füllt eigene Zeichen ein und malt Zeichen auf die Stecketiketten. Es gibt aber Zeichen, die nicht auf den Stecketiketten auftauchen und auch nicht in den Spielregeln erwähnt sind. Naja. Kennst du das nicht? Ich meine, das ist ja vielleicht auch ganz normal. Klar. Und irgendwie hatte er Lust, dich zu ficken. Du, das kenne ich. Das kommt so aus der Mitte, das ist so ein Impuls. Ja. Jetzt war mal nicht gleich so ein Film, ja? Ich fahre überhaupt keinen Film. Ach, du hast einen Knall. Weißt du, was mich richtig ankotzt an dir? Dass du immer. Read me a story. This familiar plea is taken for granted by most parents. But it never happened before books began to be written for children during the last 2 centuries. Before that, children absorbed their culture's tales, along with the adults, from the village storyteller and the town or tribe's plays, dances, and festivals. If they contained violence, frightening images, or sexual references, no one noticed.